Good afternoon, 47. Your destination is the annual Global Innovation Motor Race in Miami, Florida. After analyzing the data from Reynard's computer, the case is clear. The Providence defectors are Robert and Sierra Knox, head of robotics developer Kronstadt Industries. A visionary inventor and technological innovator, Robert Knox has spearheaded Kronstadt Industries to the bleeding edge of technological development. His equally brilliant daughter, Sierra, is not only a financial wizard, but also a fiercely competitive race car driver with a fiery temper to match. Kronstadt enjoys enormous popularity with global consumers. However, few are aware that the company is also one of the world's leading suppliers of next-gen military tech. Last year, despotic ruler Jin Po employed prototype Kronstadt drones against peaceful civilian protesters in the now infamous Tungyan Valley incident. And although it has yet to be proven, there is little doubt that the Knoxes personally brokered the deal, making them complicit in a war crime. It is unclear why the Knoxes would betray their masters, but likely, the fear of being next on the Shadow Client's hit list has pressured them to cut a deal with the enemy. Undoubtedly, with Kronstadt Industries on their side, the militia will increase their attacks tenfold, and so our contract obligates us to retire Robert and Sierra Knox and contain the damage they may inflict on Providence. I will leave you to prepare. Und damit willkommen zurück in Hitman 2 und erstmal vielen Dank an Warner Bros. Für die kostenlose Bereitstellung von Hitman 2. In der zweiten Mission quasi in unserer Kampagne, wo wir jetzt Sierra Knox und Robert Knox ausschalten müssen. Wir haben jetzt gerade schon mitbekommen, was so Sache ist und was es alles zu tun gibt, die Vorgeschichte und so weiter, was sich dahinter verbirgt. Wir sind heute im Florida Fit unterwegs, haben keine Waffen anscheinend und auch keine Schmuggelobjekte. Das bedeutet, wir müssen uns wie immer relativ gut durchkämpfen und dieses Mal wie auch im letzten Video auf der Schwierigkeit Profi. Ich würde sagen, los geht's. Welcome to Miami 47. The innovation race is on its last day and it is down to the wire. Thousands of eager fans are gathered for the final laps of this unexpectedly close race. Sierra Knox is expertly piloting her red Kronstadt car. Her father, Robert Knox, roams the nearby expo building where Kronstadt is showcasing its new prototype car. The Kronstadt RK Mark III has seen fierce competition from the Chinese Kowloon Heavy Industries' new racer. Moses Lee, CEO of Kowloon, has taken a dominant lead and looks invincible. The stakes are as high as they can get. Was für uns bedeutet, es wird auf jeden Fall sehr lustig und spannend. Und ich hätte gesagt, jetzt hier in Miami bei der sehr, sehr schicken Kulisse können wir auch schon loslegen mit Agent 47 im freizügigen Outfit. Nicht im Agent 47 Outfit wie sonst immer. So, hallo. Ja, passt auch mehr zu Miami, ne? Um unauffällig zu bleiben. Wir haben keine Gegenstände dabei. Ja, dann bitte. Sehr gerne. Lassen wir uns filzen. Und ich bin auch sehr gespannt über die neuen Features in Hitman 2, denn man kann jetzt in einer Menge untertauchen. Das ist nur eins der vielen neuen Feature. Und zum Beispiel könnte man jetzt auch hergehen und Hitman 1 Missionen, wie wir im letzten Video ja schon gesehen haben, dass es die zur Auswahl gibt, in Hitman 2 spielen mit den neuen Features von Hitman 2. Das finde ich halt auch sehr cool. Wo man zum Beispiel jetzt auch hier in der Menge untertauchen kann. Jetzt zum Beispiel hier, ne? Jetzt steht unten links in der Menge untertauchen und wir haben so einen Kreis um uns rum, der sagt, okay, in dem Radius sind wir komplett, ich sag jetzt mal, unentdeckt für Leute außerhalb des Radiuses. Also man hat auf jeden Fall dadurch
nochmal neue Features, nochmal sich mehr Gedanken gemacht und ich finde es eben ganz cool, weil es neue Features auch neue Möglichkeiten bringt und das ist auch das Wichtige, was Hitman ausmacht. Und ich finde es auch cool, dass sie jetzt bei Hitman 2 das Prinzip von Hitman gelassen haben, weil es sieht ja alles sehr ähnlich aus, man kennt alles, die ganzen Möglichkeiten und Features, aber es wurde eben viel gemacht, nochmal an den ganzen zusätzlichen Details drumherum und so weiter. Wir sehen da oben auch, dass Lee erster ist und Nox zweiter, da an dem Ding. Und wir haben auch schon hier die erste Möglichkeit. Anscheinend hier ein Mechaniker von Kronstadt müsste das sein, ne? Wir folgen ihm einfach mal. Und das sind eben diese Möglichkeiten, die man nutzen muss, wenn man keine Waffen dabei hat, ne? Oder keine anderen Möglichkeiten jetzt gerade. Wir haben keinen Zugang im Moment, deswegen. So. Okay, also eindeutig gibt es da Streit. Der fühlt sich nicht geschätzt in seiner Arbeit. Wir können hier für ihn einspringen. Wir schätzen die Arbeit viel mehr und werden wahrscheinlich dann, naja, auch nicht mehr geschätzt, aber das ist auch gut so. Wir wollen nicht geschätzt werden für den Mord an irgendjemanden. Wo geht denn der jetzt hin? Hier auf die Toiletten. Da hinten hockt ein Security-Typ und wir schauen mal. One of the Kronstadt Pit Crew has quit the team in protest and Grace Miller, the Ballbuster Chief Mechanic, is in critical need of a replacement. Why don't you step in and offer your services, 47? You're good with a wrench. Ja, gut, mit Schraubenschlüsseln sind wir auf jeden Fall, besonders im Werfen auf andere Leute. Dann hätte ich gesagt, schnappen wir uns den. Hier sollte uns keiner bemerkt haben jetzt, ne? Erstmal hierher. Schlüsselkarte nehmen. Verkleiden wir uns schnell. So, suchen Sie die Kronstadt-Werkstatt. Ja, da hockt jetzt gerade der Typ, ne? Ich würde den noch ganz gern da schnell reinwerfen. Sehr gut. Unentdeckt geblieben? Ja, keiner hat es bemerkt. Optimal, dann hätte ich gesagt, ja, wir kennen sie aus Car Mechanic Simulator, ne? Wie man mit dem Auto am besten rumschraubt und was man da am besten nicht so festzieht. Dementsprechend hätte ich gesagt, gehen wir zur Kronstadt-Werkstatt und versuchen unser Bestes mal. VIP-Access, ja, das sind wir ja, ne? Servus, Freund, ne? Alles gut. So, da hinten müssen wir lang. Ah, da hinten ist jemand mit einem Kreis über dem Kopf, was bedeutet, die Leute, die Hitman 1 gesehen haben, werden es wissen, dass der uns erkennen würde, wenn wir ihm zu nahe kommen. Da muss man aufpassen, weil es gibt eben bestimmte Leute, die erinnern sich an die Mechaniker und wissen ganz genau, dass wir nicht dazu gehören, ne? So, okay, hallo, guten Tag. Wir müssen mal ganz kurz hier rein, ja? Piep. Und rein da. Finden Sie einen Druckluftschrauber? Okay, so ein gelber Schrauber. Okay, wir schauen mal einfach rum. Was ist hier? Kronstadt Octan Booster. Der ist, glaube ich, explosives Gerät. Ja, gut zu wissen. Wir schauen mal einfach überall rein. Und wichtig, immer das mitnehmen, was man so findet. Kann zumindest nicht schaden. Eine Propangasflasche haben wir hier. Uah. Der hat uns halbwegs gesehen. Gut, da müssen wir aufpassen, ne? Der hätte uns jetzt fast auffliegen lassen. Okay, nur verdächtigt, nichts weiter bisher. Also wir wurden nicht entdeckt, alles in Ordnung. Aber deswegen, da hätte ich den Sinn benutzen müssen, diesen Instinkt. Oh, und da ist auch einer. Können wir den ablenken? Da hinten hockt, da ist auch dieser Druckluftschrauber, den wir brauchen. Okay, dann nehmen wir mal den Schraubendreher. So. Ja. Wie? Die juckt es nicht. Okay, die sind ja lustig. Wir brauchen noch irgendwas zum Ablenken. Ich habe gedacht, die reagieren jetzt darauf. Der ist gerade woanders. Gibt's hier irgendwas zum Werfen? Nein, scheint's gerade nicht, ne. Okay. Müssen wir hier gucken. Was zum Werfen. Okay. Bisschen Propangas werfen. So,
So, mal schauen, ob er das bemerkt. Fang! Ja, da waren wir jetzt besser versteckt. Sucht er das? Ja. Komm, schnell. Nehmen und weg. Sehr gut. Puh, okay, wir haben den Schrauber. Sehr gut, wir müssen mit der Chefmechanikerin sprechen. Ich glaube, das ist die hier. So, hallo. Hallo, nicht überwältigen. You're the junior slip wrench who got injured yesterday, right? Genau, das bin ich. Okay, weiß ich Bescheid. Okay, auf die Positionen. Was ist denn meine Position, wenn ich fragen darf? Hier für Boxenstopp bereit machen, ja, genau. So, mal schauen. Okay. Ah, und hier haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir können Zucker in den Treibstofftank schütten. Das wäre sicher lustig, aber dafür fehlt der Zucker. Oder einen Fernzündesprengsatz anbringen. Oder ein Radlösen und Druckluftschrauber verwenden. Ja, am besten wäre es mit dem Radlösen, weil dadurch sind wir auch am unauffälligsten. Und wir müssen ja danach nur abhauen. Okay, da kommt sie. Jawohl, wir sind hier mit dem Schrauber am Start. Daniel repariert, Daniel tauscht aus, kennen wir ja, ne? So, zack und... So, mal ein bisschen zu wenig Drehmoment, ne? Wow. Aua. Oh. Okay. Aber wir haben nur sie damit ausgenockt quasi und niemand anders. Das ist sehr gut, weil dadurch haben wir natürlich für uns selber keine Minuspunkte kassiert. Und der geht jetzt weg, sehr gut. Weil es immer ausschlaggebend ist, ob wir irgendwie noch einen Unschuldigen mitnehmen. Und deswegen dürfen wir auch nur die Leute bewusstlos hauen und nicht töten. Eben auch, weil es darum geht, die Unschuldigen in Frieden zu lassen. Und so gehört sich's ja auch. So, wir müssen jetzt zu Robert Knox. Der war irgendwo da hinten irgendwo, ne? Da, genau. In dem Messegelände, wurde gesagt. Bedeutet, wir müssen zum Messegelände rüber. Heißt, wir müssen da lang. Oh, Kamera. Wo filmt die Kamera hin gerade? Dahin, okay. Aber an der äußersten Wand nicht, ne? Ja, perfekt. Sehr gut. So, können wir da lang? Ja. Gut. Dann müssten wir irgendwo hochkommen, dann zu dem Robert Knox. Okay. Du wirst mit niemandem treffen. Der hat ihn niedergeschlagen. Den da hinten. Ja, der ist nicht mehr wichtig, glaube ich, aber das wäre eine Möglichkeit gewesen, wahrscheinlich, um sich mit Sierra Knox noch zu treffen. So, können wir jetzt hier irgendwie noch bei Robert Knox rein? Da sind lauter Security-Leute. Hier haben wir irgendwas. Ein Bleirohr. Ist gut. Yachthafen. Können wir rein? Nein. Okay, mal schauen. Ah, Story-Mission. Essen? It seems Robert Knox paid several visits to a Bayside area food stand yesterday. The vendor, known as Florida Man, sells extremely addictive food, so we should expect Knox to return. Maybe this is a way to catch Knox away from his office. Das wäre am besten, ja, weil da hocken sie im Büro immer recht gut, ne? Und viele. Florida's Mans. Okay, wir müssten uns vielleicht auch als Typi verkleiden, je nachdem, oder es vergiften. Suchen Sie den Mann aus Florida. Okay, der scheint irgendwo hier bei der Bucht gerade zu sein. Da hinten? Nee. Mal schauen. Okay, wir laufen mal dahinter. Doch, das müsste da sein, glaube ich. Das könnte er sein. Wir laufen mal schnell. Guten Tag. So, wer ist denn das? Also, wir müssen ihn überwältigen und uns als er verkleiden. You
Das weiße Zeug. Well, I can't very well cook without it, can I now? Dressed as what? Speak up, woman. Ist gerade jemand in der Nähe. Ist mir zu öffentlich gerade hier. Viel zu öffentlich. Wir könnten ihn dann zwar in der Kiste da verstauen, aber ich glaube, jetzt würde es irgendjemand bemerken, ne? Weil schau, wie öffentlich das hier ist. Oder? Was meint ihr? Eigentlich ist es okay, aber... Naja. Zucker! Oh Mann. Tschüss, Mutti. Ja, gut. Wie schaut's aus? Willst du nicht irgendwo anders hingehen? Weil hier wäre es mir, wie gesagt, eigentlich zu öffentlich. Ich will es halt nicht riskieren. Das ist halt schon ein Risiko, was man dann eingeht, um gesehen zu werden und... Ja, gut, komm. Gut, hat keiner gemerkt. Optimal. So. Perfekt. Steht ihm ja richtig gut. Dem Agent 47. Imbisschlüssel. Okay. Finden Sie Rattengift. Sollte leicht sein. So, hallo, guten Tag. Hi. So. Tür öffnen. Wird schwer ohne Schlüssel. Brechstange haben wir auch nicht. Müssen wir anderweitig versuchen reinzukommen. Was ist das hier? Starkstromdose. Hilft uns aber gerade nicht. Ah. Finden Sie ein Brecheisen. Ja, das müssen wir finden. Gut, dann gehen wir mal da lang. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Zeit, weil ja der gut verstaut ist. So. Können wir da rein? Wird halt nicht befugt sein. Ja, wie sollen wir da hochkommen, wenn wir nicht da rein können? Hier. Ist halt unbefugt, ne? Da oben. Oh. Vorsichtig. Bleirohr. Ist es tödlich? Nein. Okay. Schau mal, was der macht. Ich glaube, der patrouilliert nur ein bisschen hin und her. Macht seine Arbeit. Ja, das ist Streckenüberwachung. Streckenkontrolle. Sollte kein Problem sein, wenn der wieder weg ist. Wenn der umdreht, dann können wir hoch. Schnell uns die Brechstange schnappen. Und dann rein da. Aber da ist dann auch Security am Hafen, ne? Da muss man schon aufpassen. Jetzt. Go, go, go. Okay, gut. Schnell weg. So. Wenn er dann das isst mit Rattengift, dann muss er wahrscheinlich aber auf die Toilette. Was bedeutet, wir müssen dann trotzdem versuchen, an ihn anderweitig noch heranzukommen, weil der wird sicher mit Bodyguards rauskommen. Der wird nicht alleine kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, und jetzt müssen wir herausfinden, wo es am schlausten wäre, einzubrechen, vorne oder hinten. Hier haben wir halt einen Typi. Den können wir auch überwerfen. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen gefährlich. Weil der würde es bemerken. Es sei denn, er geht jetzt. Wir warten mal kurz. Richtig stylisch, Agent 47. So einem Outfit. So, der geht. Hier ist sonst keiner gerade im Moment. Bedeutet, jetzt wäre eine Möglichkeit genau jetzt. Okay, Brechstange. Rein da. Gut, wir sind drin. Rattengift. Mal schauen, wo wir das haben. Was ist hier? Ein Baseballschläger. Können wir den einpacken? Ne, können wir nicht. Okay. Aber den Baseball können wir einpacken. Ja. Da geht es halt immer um Möglichkeiten, um Leute abzulenken. Oder auch Leute K.O. zu hauen. Ah, hier. Rattengift. Sehr gut. Okay. Dann hätte ich gesagt, raus hier. Und jetzt zurück zu dem Imbiss. So, mal schauen, wo der sich gerade auffällt. Der ist gerade in seinem Hauptgebäude. Messe. Ja, nicht allzu schäbig, aber wir werden ihn schon irgendwie zu uns bekommen, hätte ich gesagt, ne? So. Okay, öffnen wir mal.
So, Leute, hier gibt's lecker, lecker Speisen. Now stick around. Once the word spreads, Knox won't be long. Kokoskugeln, lecker. Hi. Bitte schön, nehmen Sie sich. Different? Sehr gerne, nehmen Sie sich doch. Cheers. That's all right. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Kokoskugeln, mega lecker. Ah, schau. Die finden das doch sehr, 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 sehr lecker. So, ich bin ja gespannt, ne? Aber wir müssen, wie gesagt, wenn er kommt, wahrscheinlich ihn auch noch verfolgen, um ihn dann zu vergiften. Beziehungsweise um ihn dann noch zu töten, nachdem wir ihn vergiftet haben, so rum. Was halt auch nicht ganz einfach werden wird. So, kommt der Robert? Robert! Essen! Vielleicht sieht er das auf dem Balkon. Ja, ich glaube, er sieht es jetzt gleich auf dem Balkon. Da ist er. Das ist unsere Zielperson da oben. Hi there. Care for a taste? Hey, 47. Robert Knox is on the move. Perfekt. Er hat's gesehen. He's heading down to the Bayside food stand selling coconut. Dachte ich mir schon. Gut, wir dürfen niemandem servieren. Pardon me. Can I offer you a little treat? A little treat. No way. Wenn wir das nämlich vergiften und geben das irgendeinem Zivilisten, wäre es nicht so schlau, wobei das auch egal wäre eigentlich, ne? Es darf nur kein Zeuge da sein. Gut, wir vergiften es jetzt. Gut, vergiftet. Bedeutet, jetzt müssen wir nur Robert Knox dazu bringen, das zu essen und dann irgendwie versuchen, das Ganze, ja, das Ganze etwas, ich würde mal sagen, unentdeckt zu erledigen, wenn wir ihn begleiten. Das ist jetzt halt die Frage, ne? Da kommt er. Okay, machen wir uns bereit. Ich bin sehr gespannt. Die Fliegen, die ja da und rumfliegen, sind ja auch nicht so ganz so appetitlich, ne? Aber was sollen wir machen? Nein, sie kriegen keinen. Tut mir leid. Kriegt jetzt nur unser VIP-Gast, der Herr Knox. Und wie ich mir gedacht habe, Bodyguard am Start. Jap, jap. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, da kommt er. Das ist Robert Knox, Genius Inventor, Black Markets Weapons Dealer und Providence Defector. Warum gibst du das nicht? Wollen Sie nicht? Was ist gut? Everything's to die for, Mr. Knox. Ja, everything's to die for. Was sie übrigens heute auch tun werden, ne? Aber gut. Nam nam nam. That was superb, my good man. Be back for more in a little while. Just need to start. Excuse me. Oh, okay. You need to see a doctor. Now. Na dann. Gehen Sie mal zum Doktor. Wir haben damit nichts zu tun. So, mal schauen. Der sitzt halt hier gerade auch nicht alleine, nicht komplett alleine. Wir könnten den umnieten und dann Robert Knox runterkippen. Würde hier im Moment kaum Zeuge. Ah, doch, Zeuge. Da wäre eine Zeugin. Gut, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, am besten uns dann mit Zutritt zu verschaffen zu dem Gebäude. Der ist doch da rausgekommen, oder? Da oder da hinten? Ich glaube eher da hinten. Ah, schwierig, 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 schwierig. Können halt jetzt gerade auch schlecht ausschalten. Wir haben hier überall Zeugen. Nee. Einfach, hup, runterschubsen. Both targets down. Keiner hat's bemerkt. Sehr gut. Okay. Oh, ich habe jetzt gerade einfach gedacht, also gerade schaut keiner her. Also wieso nicht? Und das war die richtige Entscheidung. Also Sierra Knox ist leider bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Und Robert Knox, als er Kokoskugeln gegessen hat und ihm schlecht wurde, ist er leider von der Klippe gestürzt.
Upsi. Nein! Die Überwachungskamera hat uns gefilmt. Aber hier ist ja schon der Überwachungsraum. Ist ja praktisch. Müssen wir ja nur hier zerstören, ne? Hier sind zwei. Wie viele Leute hocken da drin? Einer. Dann machen wir mal das Licht aus da drin, hätte ich gesagt, oder? So. Wenn der jetzt rauskommt, müssen wir nur den einen eliminieren. Es gibt nämlich alles Punkte, ne? Wenn man entdeckt wird, zieht es Punkte ab. Deswegen müssen wir da aufpassen. Hat keiner bemerkt, nein. Okay. Rein da. Komm mit, mein Freund. Haben wir direkt eine neue Verkleidung. Schauen wir mal. Da drinnen hockt einer, aber ich glaube, der pennt, ne? Ja, der pennt. Gut, schauen wir mal, ob wir den irgendwo... Da ist keiner. Gut, geht's da hoch? Ah, ne, hier ist eine Verstauungsmöglichkeit. Sehr gut. Okay, das passt uns eigentlich perfekt. Und als Wachmann kommen wir wahrscheinlich noch freier durchs Gelände. So. Und haben die Erlaubnis, eine Waffe zu tragen. Okay. Schauen wir mal. Hallo. Du hast doch sicher nichts dagegen, wenn wir kurz hierher gehen, ne? Ah, hier. Schnell die Beweise zerstören. Das System deaktivieren. Perfekt. Dann schnell weg hier. Da hinten ist der Ausgang. Ist jetzt nur abhauen. Okay, was ist mit dem los? Was hat denn der genommen? Lustiger Kauz. Was denn? Was ist mit dem los? Voll paranoid. Ja, da wäre ein Schlüssel, aber ich gebe ihn ja nicht. Oder sind wir so freundlich? Ja, komm. Komm, hier. Hey, yo. Did you find some keys over there? Ja, bitteschön. Ich habe keine Ahnung, was er damit anfangen will. Aber wenn er mag, kann er es haben. Gut, ich hatte gesagt, wir... Nee, wir gehen da lang. Wir gehen da lang. Als Agent 47 braucht man immer ein bisschen Herz für Leute, die was Dummes im Schilde führen. Hallo. Guten Tag. Wir müssen mal kurz hier weg, ne? So. Ich hätte gesagt, wir hauen ab. Das ist genug gewesen für uns. So, wir müssen irgendwie hier weg da. Der eine Ausgang geht nicht, aber der andere schon. Okay. Hier erkennt uns keiner. Okay, okay, okay. Können wir da durch? Hallo? Security's tight today. I can't let any of you guards through here. Dokumente zeigen. Gut, nee. Dann gehen wir außen rum. Sollte ja kein Problem sein. Perfekt. Ja, das ist doch mal eine artgerechte Art und Weise von dem Einsatz hier zu verschwinden. Unentdeckt und durch den Gully. Perfekt. War doch sehr, sehr cool. Für unsere zweite Mission quasi. Haben wir abgeschlossen, ja. Mal schauen, was wir alles bekommen haben. So, verschiedenste Erfolge. Der Aktenkoffer, Kokos... Kugeln. Ja, perfekt. So, 24.000 EP. Und wir haben 4 Sterne bekommen für 23 Minuten 57 Missionszeit. Und sind ein paar Ränge aufgestiegen. Sehr cool. Und nochmal. Ja, sehr cool. Aber ich fand die Mission sehr, sehr gut. Hat mega Spaß gemacht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr sie findet. Und ich bin gespannt, was uns sonst noch so erwarten wird. Ne? Also, mal schauen. Haben jetzt auch hier weitere Sachen noch freigeschaltet. Und ein Scharfschützengewehr. Kann nicht schaden, ne? Ich würde sagen, schauen wir mal im nächsten Video, wie es weitergeht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielen Dank an Warner Bros. Für die kostenlose Bereitstellung von Hitman 2.
if you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive.